Es ist oft so, dass ich von tauben Kunden für Aufträge angefragt werde, aber absagen muss, weil ich schon ausgebucht bin. Der Kalender ist voll. Hier bei der Berufsschule zum Beispiel habe ich den Stundenplan ja schon weit im Voraus bekommen. Es wurde im Dolmetschteam vereinbart, wer wann arbeitet. Es gibt einen massiven Dolmetschermangel. Ja, leider muss ich anfragen, die kommen oft ablehnen. Leider ja, das ist ein Problem. Ich wohne in der Nähe von Straubing. Hier im Umkreis Straubing-Cham bis zum Bayerischen Wald bin ich die einzige Gebärdensprachdolmetscherin. Andere Dolmetschende wohnen mindestens eine halbe Stunde weiter südlich oder östlich. Also bin ich hier die Einzige. Das Problem oder die Herausforderung daran ist, dass ich viele Anfragen aus Straubing-Bogen oder Cham bekomme, die ich ablehnen muss, weil ich das allein nicht schaffe. Für mein Maschinenbaustudium habe ich Dolmetscher in Doppelbesetzung beantragt und auch organisiert. Wenn aber jemand kurzfristig erkrankt oder aufgrund eines anderen wichtigen Termins bei mir absagen muss, suche ich zwar kurzfristig nach Ersatz und frage herum, aber die meisten haben keine freien Termine und sind ausgebucht. Sie können nicht. Da habe ich dann Pech. Ja, und dann? In Deutschland gibt es immer noch zu wenig GebärdensprachdolmetscherInnen. In Bayern leben 9.500 Gehörlose und es gibt 155 DolmetscherInnen. Einerseits ist die Zahl der in Bayern gelisteten DolmetscherInnen sogar gestiegen, andererseits ist der Bedarf nochmals größer geworden. Ein wesentlicher Grund ist die Inklusion, ob an Schulen oder an Unis. DolmetscherInnen sind weit im Voraus ausgebucht, aber auch die Nachfrage von Firmen, Ämtern und Behörden nimmt zu. Bei mir ist es zum Beispiel bei der Arbeit besonders schlimm. Hier brauche ich regelmäßig jede Woche Dolmetscher für Meetings oder Besprechungen. Ich würde gerne dauerhaft einen Dolmetscher bestellen, aber den bekomme ich nicht. So habe ich immer wieder unterschiedliche Dolmetscher und ich weiß auch nie so genau, ob es überhaupt klappt. Dann erfahre ich erst am Montag, dass ich für die Besprechung am Dienstag keinen Dolmetscher bekomme. Das ist nicht schön. Es braucht also mehr Nachwuchs. An 8 Hochschulstandorten wird der Studiengang Gebärdensprachdolmetschen inzwischen angeboten. An einigen ist die Zahl der Studierenden zurückgegangen, zum Beispiel an der Hochschule Landshut. Hier an der Hochschule Landshut ist der Studiengang Gebärdensprachdolmetschen im Wintersemester 2015/16 an den Start gegangen. Ich treffe gleich Professor Dr. Sabine Fries. Sie leitet den Studiengang. Ich möchte von ihr wissen, warum die BewerberInnenzahlen rückläufig sind. Ja, die Zahlen zeigen, dass in den letzten 5 Jahren die Anzahl der Studierenden an deutschen Hochschulen kontinuierlich zurückgegangen ist. Die geburtenstarken Jahrgänge nehmen ab. Zudem hatte die Corona-Pandemie einen großen Einfluss. Auch der Studiengang Gebärdensprachdolmetschen ist von dieser Entwicklung betroffen. Das können wir an den stetig sinkenden Zahlen der letzten 5 Jahre erkennen. Leider, ja. Hat das Interesse an der Gebärdensprache nachgelassen? Oder liegt es an den Zugangsvoraussetzungen für die BewerberInnen? Ich denke, an der Gebärdensprache liegt es nicht. Sie ist immer noch interessant, exotisch, etwas Besonderes.
Auch die Form der Sprache als eine Ausdrucksform des Körpers hat noch immer eine starke Wirkung. Das ja. Aber die Gegebenheiten haben einen Einfluss auf den Studiengang Gebärdensprachdolmetschen. Und ja, eine Ursache sind sicher auch die Aufnahmekriterien. Landshut hat, soweit ich weiß, die höchsten Aufnahmekriterien deutschlandweit. Wir verlangen 90 Stunden DGS-Unterricht vorab, bevor das Studium überhaupt begonnen werden kann. Wir möchten so einen guten Qualitätsstandard erreichen. Allerdings müssen wir jetzt darüber nachdenken, das hier zu reduzieren. Denn es ist schon eine große Hürde. Die Studierenden müssen das ja selbst finanzieren. Sie müssen sich eigenständig Kurse suchen und so weiter. Wenn InteressentInnen das lesen, bewerben sie sich möglicherweise eher woanders. Auch an der FH Zwickau kann man Gebärdensprachdolmetschen studieren. Und auch hier ist das Problem bekannt. Die Zahl der Studierenden hat deutlich abgenommen. Während es 2013 noch 37 Bewerbungen und 22 Einschreibungen gab, waren es 2022 nur noch 12 Bewerbungen und gerade mal 6 Einschreibungen. Dazu möchte ich jetzt Professor Oviedo befragen. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Die Fachhochschule Zwickau plant, die Zugangsvoraussetzungen für den Studiengang abzuschaffen. Aber wie können Sie dann noch die Qualität sicherstellen? Wir haben uns dazu entschlossen, die Aufnahmeprüfungen komplett abzuschaffen. Ursprünglich dienten sie dazu, die besten BewerberInnen auszuwählen. Jedoch funktioniert das nun nicht mehr. Außerdem haben wir uns in einer Erhebung genauer angeschaut, welche Aussagekraft die Aufnahmeprüfung für einen späteren Studienerfolg hat und konnten keinen Zusammenhang feststellen. Es stellte sich heraus, dass Studierende, die in der Aufnahmeprüfung gut abgeschnitten haben, nicht zwangsläufig nach 4 Jahren ihr Studium erfolgreich abgeschlossen haben. Einige, die bei der Aufnahmeprüfung herausragten, haben ihr Studium vorzeitig abgebrochen, während eher mittelmäßige BewerberInnen erfolgreich waren. Angesichts dessen stellt sich die Frage, welchen Zweck eine solche Prüfung erfüllt oder ob sie nur eine Belastung für die BewerberInnen darstellt. Die Anforderung, vorab so viele Stunden DGS nachzuweisen, sich ärztlich auf Seh- und Hörvermögen untersuchen zu lassen und all diese Kosten selbst zu tragen, erscheint als ein erheblicher Aufwand für einen geringen Nutzen. Viele sehen das und entscheiden sich dann dagegen. Gut, vielen Dank. Tschüss. Was unternimmt nun die Hochschule Landshut, um wieder mehr Nachwuchs zu gewinnen? Wir haben das große Glück, dass das Bayerische Staatsministerium für Soziales vor kurzem die Finanzierung des Projekts Science for Inclusion übernommen hat. Aufgabe des Projekts ist es, zu informieren, Öffentlichkeitsarbeit zu leisten, was die Tätigkeit Gebärdensprachdolmetschen oder auch Kommunikationsassistenz, Taubblindenassistenz und so weiter umfasst. Dieses Projekt nutzen wir gerade auch, um für unseren Studiengang zu werben und hoffentlich so wieder mehr BewerberInnen zu gewinnen. Projektmitarbeiter Jungwoo Kim und sein Kollege Peter Craxton von der Hochschule Landshut. Heute werde ich einen Vortrag an der FOS für die 11. Klasse halten, die sich nach ihrem Abschluss für ein Studium interessieren. Sie haben den Wunsch, mehr darüber zu erfahren und kommen daher, um sich umfassend zu informieren.
In meinem Vortrag gehe ich auf die Besonderheiten der Gebärdensprache ein, die Lebenswelt tauber Menschen und warum dolmetschende Personen gebraucht werden, sowie darüber, was die Aufgaben von GebärdensprachdolmetscherInnen sind. Darum geht es heute. Die jungen Leute kommen heute. Und wenn es sie interessiert, bewerben sie sich vielleicht. Die Gebärdensprache ist eine visuelle Sprache, in der man alles ausdrücken kann. Hier sieht man die Mimik und das Mundbild. Das in etwa ist mein Gebärdenraum. Jetzt werde ich Ihnen gerne noch die Arbeitsbereiche von GebärdensprachdolmetscherInnen vorstellen, zum Beispiel im Alltag. Oder auf Konferenzen. Also da gibt es einige Bereiche, wo GebärdensprachdolmetscherInnen tätig sind. Hat eigentlich jedes Land seine eigene Gebärdensprache? Ja. Ja. Es gibt englische Gebärdensprache, französische und in der deutschen gibt es auch Dialekte. Könntest du dir denn vorstellen, auch den Beruf bzw. das Studium Gebärdensprachdolmetschen zu ergreifen? Also auf jeden Fall irgendwas mit Kinder oder Jugendlichen zum Tor, weil das ist schon wirklich meine Richtung, wo ich gehen möchte und da bin ich auch schon tätig. Also es müsste irgendwas mit Kindern, Jugendlichen sein. Ich habe gerade mit dem Gedanken gespielt, vielleicht, wenn das vielleicht auch Richtung Lehramt, Grundschullehramt geht, dann wäre das vielleicht was für mich. Also ich fand es sehr interessant und ich finde es sehr wichtig, dass man das weitervermittelt und dass auch viele Leute über die Gebärdensprache Bescheid wissen und auch wissen, wie das funktioniert. Für mich selber kann ich es jetzt nicht verstehen, dass ich studiert. Aber ich finde es sehr interessant. Ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen, weil ich glaube, das ist eine ganz neue Erfahrung, die Sprache zu lernen im Vergleich zu zum Beispiel Französisch oder Spanisch. Vor allem, weil über die Sprache so viel Gefühl ausgedrückt wird und das nicht nur durch Wörter kommuniziert wird. Und ja, ich glaube, das war sehr interessant. Ich wünsche mir, dass wir es schaffen, die Öffentlichkeit mehr zu sensibilisieren, darauf aufmerksam zu machen und zu zeigen, dass der Beruf des Gebärdensprachdolmetschers ein Beruf mit Zukunft ist, es einen sehr großen Bedarf gibt und man einen sicheren und flexiblen Arbeitsplatz hat. Diese Informationen wollen wir verbreiten. Wir hoffen auch, dass wir Menschen für Inklusion sensibilisieren können. Im Sinne von, aha, es gibt Diversität in der Bevölkerung und Menschen mit Höreinschränkung kommunizieren anders. Ich wünsche mir, dass es in Zukunft mehr Dolmetscher gibt. Das bedeutet auch, die Info in die hörende Welt zu tragen, dass man das studieren kann. Gebärdensprachdolmetschen wie in Zwickau. Es muss außerdem für gehörlose Menschen eine Möglichkeit geben, schnell und einfach Dolmetscher zu bestellen. Man kann schließlich nicht alles im Leben vorausplanen. Klar. Mein sehnlichster Wunsch wäre es, hier in Straubing und Umgebung mehr Kollegen zu haben. Wir könnten zusammenarbeiten, uns gegenseitig unterstützen und die Aufträge aufteilen. Ja, das wäre schön.
Außerdem beobachte ich, dass viele Absolventen in die Großstädte ziehen zum Arbeiten. Hier würde ich mir wünschen, dass sie sich auch mehr in die ländlichen Regionen verteilen. Vielleicht klappt das ja in der Zukunft. Ich wünsche mir, dass meine Aufträge kontinuierlich vermittelt werden. Dass stets derselbe Dolmetscher oder auch zwei, drei verschiedene Dolmetscher künftig bei Meetings für mich übersetzen. Der Beruf des Dolmetschers ist einfach toll. Er ist abwechslungsreich, jeden Tag was Neues. Man trifft neue Leute, kann sich die Arbeitszeiten frei einteilen. Kann sich die Themen auswählen, die man dolmetschen möchte. Ganz nach persönlichem Interesse ist man frei in der Auswahl. Einen anderen Job könnte ich mir gar nicht vorstellen. Zum Beispiel jeden Tag ins Büro zu gehen und das Gleiche zu machen, das würde ich langweilig finden. Jeder Tag ist anders und man lernt immer etwas. Das macht für mich den Reiz des Berufs aus. Ich würde mir wieder mehr Nachwuchs wünschen, der sich für den Beruf begeistert, denn es ist wirklich ein toller Beruf.